Im August 1975 wurde dann in Helsinki die KSZE-Schlussakte unterzeichnet, vor 40 Jahren. Ein sehr vielschichtiges Dokument, das in mehreren Kapiteln, die man damals Körbe nannte, die östlichen Interessen, und die waren besonders auf wirtschaftliche Zusammenarbeit gerichtet, mit den westlichen Interessen, und die waren insbesondere auf was etwas unklar menschliche Erleichterungen im Ostblock heißt, steht, die wurden hier zusammengebunden. Bemerkenswert im Übrigen auch die Teilnahme von den USA und Kanada und die Anerkennung der bestehenden Grenzen, deren friedliche Veränderung ausdrücklich zugelassen wurde. Die sowjetische Propaganda wollte einen Keil zwischen den europäischen Mächten und den nordamerikanischen Mächten treiben, wollte USA und Kanada raushaben aus einer europäischen Sicherheitsarchitektur. Das ist ihr nicht gelungen. Und sie wollte zweitens die bestehenden Grenzen ein für alle Mal auf ewig sozusagen verankern. Und das ist ihr in dem Sinne auch nicht gelungen. In atemberaubender Rekordzeit hat Russlands Präsident Putin nach dem Ende der Janukowitsch-Ära in der Ukraine unter Missachtung verfassungs- und völkerrechtlicher Prinzipien die Annexion der Halbinsel Krim vorangetrieben und vollendet. Die Bundeskanzlerin sprach von einem Konflikt um territorialen Einfluss, den wir eigentlich aus dem 19. und 20. Jahrhundert kennen und den wir eigentlich für überwunden hielten. Ursprung der Krise war eigentlich der Protest vieler Menschen in der Ukraine gegen die Aussetzung des Assoziierungsabkommens, das die Regierung Janukowitsch 2 Jahre lang versprochen hat, zu unterzeichnen mit der EU. Das waren die Anfänge der Proteste. Danach, nachdem die erste Demonstration von Studenten, nachdem der Vertrag eigentlich nicht unterzeichnet worden ist in Vilnius, brutal von der Polizei zusammengeschlagen wurde, hatten wir 2 Tage später 500.000 in Kiew auf der Straße. Im Grunde genommen war das ein Protest gegen das hochkorrupte Regime von Janukowitsch. Die USA haben damit eigentlich gar nichts zu tun. Es sei denn, jeder, der demokratische Rechte auf der Welt befürwortet, ist schuld daran, dass es dazu gekommen ist. Wir haben im Grunde genommen aus den Ereignissen 2 Sachen gelernt. Zum einen, dass alle Präventionsmechanismen und Frühwarnmechanismen versagt haben. Niemand hat das, was passiert ist, nämlich die Annexion der Krim und den hybriden Krieg in der Ostukraine, vorhersehen können. Aber es gab noch auch innerhalb der OSZE im Jahr 2013 eine Bedrohungsanalyse. Die ukrainischen Experten haben damals behauptet, dass eine bewaffnete Aggression mittelfristig unwahrscheinlich ist. Und die US-Amerikaner waren der Meinung, dass weder Russland noch ein Instabilitätsherd in Europa eine Bedrohung für die USA darstellen. Und der zweite Punkt ist, dass eigentlich, obwohl die Krim-Annexion und der Krieg in der Ostukraine ein vehementer Verstoß gegen das Völkerrecht ist, hat man trotzdem keine Mechanismen, um diese Verstoße zu sanktionieren. Warum wollen wir Europäer nicht unter uns bleiben, sondern holen uns diese Amerikaner da ins Boot? Meine Antwort ist einfach: Die Amerikaner sind mir viel mehr europäischer in vielen Bereichen als die imperialen Russen. Und dafür habe ich ganz gute Beispiele. Das ist die amerikanische Revolution 1776 mit der Erklärung der Menschenrechte. Das ist die französische Revolution. Die russische hat die Menschenrechte so nicht verstanden. Sie hat ich denke jetzt an die sowjetische Oktoberrevolution. Sie hat wiederum eine jakobinische Zentralmacht eines Terrorregimes regiert mit einem Bonapartismus Stalins. Unsere Revolution 89, die in Ostmitteleuropa, und das hat Führer gesagt, das ist die Revolution, die
an die amerikanische angeknüpft hat und die französische und die russische in Frage gestellt hat, dadurch, dass sie ohne Guillotine, ohne Erschießung Pelotons der GPU, ohne Bonaparte und ohne Stalin auskam. Dagegen Putin, ich rede auch so wie Sie, nicht von Russland und nicht von den Russen, sondern so wie Putin sich und sein Russland heute versteht, er sagt, genau das will ich zurückdrehen. Das Jahr 89 will ich zurückdrehen. Und da kann ich mich wirklich mit ihm nicht an einen Tisch setzen und sagen, lassen wir diese Amerikaner da in der Prärie gegen die Rothäutel reiten. Wir sind jetzt mit den Kosaken, die da am Amur gelandet sind, zusammen. Nein, so lief die Geschichte nicht. Sicherheit ist mehr als die Abwesenheit von Konflikt. Sicherheit ist auch mehr als die Abwesenheit eines Kampfes. Sicherheit ist auch mehr als nur am Tisch zu sitzen, sondern Sicherheit gibt es nur mit dem umfassenden Sicherheitsbegriff politisch-militärisch, also das klassische Sicherheitswesen, wo man sich gegenseitig bei Manövern beobachtet und besucht, wo man Truppenstärken miteinander vereinbart. Sicherheit hat auch einen ökonomisch und ökologischen Teil. Das ist sehr weit, sehr durchaus prophetisch, durchaus und weitsichtig damals 75 gesagt worden. Aber Sicherheit hat eben auch diese menschliche Dimension, also Menschenrechte, demokratische Institutionen. Und dieser umfassende Sicherheitsbegriff ist in der Tat einmalig. Den haben sie so nicht, schon gar nicht bei den Vereinten Nationen, die einen sehr engen Sicherheitsbegriff pflegt, Sicherheit, Frieden, das soll gar nicht abwertend sein, aber diese menschliche Dimension fehlt dort in der Tat. Und das macht natürlich heute, Herr Faeser hat es eingangs gesagt, den Sitz, auf dem ich sitzen darf, auch so heiß, weil natürlich einige Staaten in der Tat heute am liebsten ungeschehen machen würden, dass sie 1990 und immer wieder bei OSZE-Gipfeln, zuletzt 2010 in Astana, immer wieder unterschrieben haben, dass diese menschliche Dimension und alle darin eingegangenen Verpflichtungen gelten. Es gibt keine Sicherheit ohne Einhaltung von Menschenrechten. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Der Minsker Prozess und die Minsker Vereinbarungen, die sind an sich auch sehr verschwommen und sehr widersprüchlich. Beide Seiten interpretieren das im Grunde genommen sehr unterschiedlich. Hier könnte die OSZE sozusagen als Schiedsrichter und als Deuter dieser Vereinbarungen eine gewisse Rolle spielen. Ist eine freie Wahl möglich in einer Situation, wo bewaffnete Männer über die Straßen laufen? Wie kann man sicherstellen, dass zum Beispiel Menschen, die gezwungen waren, die Region zu verlassen als Binnenflüchtlinge, ihr Wahlrecht nutzen? Ich glaube, hier wird sich auch entscheiden, ob der Westen und die OSZE als eigentlich die einzige Organisation, wo heute der Westen noch mit Russland zusammenredet, bereit sind, eben nach der demokratischen Logik zu handeln. Dass wir natürlich einen Weg brauchen, zu neuen Sicherheitsabsprachen mit Russland zu kommen, das ist eindeutig. Zumindest haben wir gemeinsame Bedrohungsanalysen, auch wenn sie vielleicht nicht im ersten Blick aufscheinen. Beide, zweifellos, haben wir im Islamischen Staat einen gefährlichen Gegner, der für heute für Russland eine ganz wesentliche Bedrohung ist. An dem Punkt sollte man ansetzen. Nicht die Instrumente fehlen uns. Es fehlt die Bereitschaft, manchmal zuzuhören und aufeinander einzugehen. Und da hat die OSZE, glaube ich, nicht nur die richtigen Instrumente, sondern sie hat vor allem auch mit ihrem Sicherheitsbegriff das beste Instrument, um auch wirklich gemeinsam am Tisch Lösungen zu finden, anstatt tatsächlich die Konflikte so weiter treiben zu lassen. Wenn wir den Doppelbeschluss von damals mal entfernen von dem, was er beinhaltete, nämlich die eine Seite hatte Atomraketen, die andere Seite sagte, ich rüste nach, wenn du nicht aufgibst. Wenn wir es davon mal befreien, dann kommt ein Prinzip zutage, was interessanterweise bis zum heutigen Tag spannend ist. Nämlich eine Kombination aus einerseits einer Bedingung sozusagen halten an internationale Regeln und im Gegenzug verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit. Insofern kann ein Doppelbeschluss auch heute die richtige Lösung sein, aber und das ist die Grundlage jeder Entspannung. Sie geht nur von der festen Basis einer verbindlichen Regel- und Wertebasis aus. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht
bei der Entspannung und bei den Sicherheitsverhandlungen unsere Werte und unsere Regeln zur Verfügung stellen, um des Kompromisses willen, sondern dass wir versuchen, gemeinsame Interessen zu finden, aber sicherlich ohne Aufgabe unserer menschenrechtlichen und wertemäßigen Grundlagen. Wir merken aber jetzt massiv durch die Flüchtlingsproblematik ganz aktuell, dass diese große Einigkeit momentan nicht vorhanden ist. Also das wird aus meiner Sicht auch der Punkt sein, hier daran zu arbeiten, eine große Einigkeit zu erreichen innerhalb von Europa. Und dann haben wir sicherlich die Verhandlungsbasis, die Verhandlungsstärke, hier auch Positionen entsprechend durchzusetzen.